Ja. Ja. Was ist, jetzt mit dem? Ja, der Mais ist Mais, ist Mai. Die Sonne scheint, die Bäume schlagen aus. Am 1. Mai die wunderbaren Partys, die da so waren überall und so. Es war geil, ah, schön. Ach, du meinst die brennenden Autoreifen, tausende von Demonstranten, hunderte von verletzten Polizisten, ja, da, schwarzer Rauch. Das gefällt mir, es ist Folklore, es ist Tradition. Ja. Das ist wie der Rauch beim Grillen, der stinkt auch, wenn man weiß, die Saison geht los. Gut, das ist ja menschenverachtend, dieses Grillfleisch, das waren diesmal Polizisten. Ach, Polizisten. Bist du etwa ein Polizistenverteidiger oder was? Diese schwarzvermummten Typen, die da auf die Demokraten einprügeln, für die stehst du oder was? Ja, aber das sind doch arme Hunde, die Polizisten, die müssen die Meinungsfreiheit verteidigen. Die sind selbst in Schuld. Die haben diesen Beruf. Parteitag, Schützen, Demonstranten dagegen, Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz. Und da haben die geprügelt, ja, für die AfD. Ja, diese AfD, die gegen die bunte Gesellschaft und für den Schießbefehl ist. Wieso kriegen die überhaupt einen Parteitag? Das ist ja Meinungsfreiheit. Ach, Meinungsfreiheit für die falschen Leute, das geht überhaupt nicht. Echt wahr. Und was können die Polizisten jetzt dafür? Na, du, die haben den falschen Beruf. Bist du Polizist geworden? Na. Siehst du? Also. Ja, aber das sind doch jetzt auch Frauen vorbei. Warum seit wann darf man jetzt Frauen verprügeln? Ja, das sind die Nazi-Bräute. Die kennt man doch. Ja, die kennt man doch aus dem Osten. Das sind doch die Allerschlimmsten. Die Amerikaner schreiben im Anti-Terror-Buch Shoot the Women First. Da muss ich kein Mitleid haben. Ja, aber sag mal, spielst du. Und sag mal, diese Aktivisten da, ja, das sind gute, oder? Ja, klar. Aktivisten sind gute. Das ist verständlich. Ja, und diese Aktivisten, die da im Blauen da, den Heiko Maas verfolgt haben, unseren Justizminister. Nein, das sind keine Aktivisten, das sind was? Pöbler und Hetzer sind das. Ja, wie bemerke ich das? Wann ist er Aktivist und wann bin ich Terrorist? Seit wann bist du 68er? Noch ja, nie. Ja, na, aber das ist doch, das weiß man doch von den Nachrichten. Also Kampf gegen rechts ist Aktivist. Und Kampf gegen links ist Pöbler und Hetzer. Das könntest du mittlerweile auch mal verstanden haben. Aber das sagst du mir. Ja. Ja, du bist doch der Inbegriff des Nazis, du mit deiner Glatze. Ach, du bist doch der Skinhead pur. Nein, aber ich habe mal hier, guck mal, was habe ich denn hier? Was ist denn das? Das ist eine Roger Williams-Brille da. Ja, eine Redakteursbrille. Da komme ich auf die Pater, wir sind alle gleich in Nazi, trägt nicht so eine Brille. Und ich sage auch immer, mein Haarausfall ist genetisch und nicht politisch bedingt. Da wissen die sofort, einer von uns. Und wenn ich dann auch das Maul halte, ist alles gut. Ja, aber jetzt sag mal, wie ist es dann, wie machen wir das mit Sachsen und Sachsen-Anhalt? Ja? Das sind ja alles dann Terroristen. Ja, sind es auch. Aber über kurz oder lang wird es eine politische Lösung geben. Ja? Also die Sachsen, da gibt es den Anschluss Österreich mit Sachsen, die kommen dahin. Und die anderen faschistischen Länder so, die kommen in den Ostblock, Polen und Tschechien und sowas. Und ja? Die Bayern? Die können wir behalten, die sind harmlos. Und dann gibt es der Rest, wieder diese Restrepublik, diese bunte, schön bereichert um den Islam und so. Also überall Muezzin und Minaret und sowas. Da freue ich mich auch schon drauf. Die sind ja sehr melodisch zum Teil. Und wie machen wir das dann mit Berlin? Berlin ist ja auch im Osten. Oh, ja. Du machst dir so viel Sorgen. Das hat jahrzehntelang funktioniert. Berlin, eine schöne Insel, die Hauptstadt der amerikanischen Filmstauspieler und Freaks. Und der Minarette, oder was? Ja, und eine Transitstrecke und gut. Ja, aber da passt doch wieder eine Grenze. Ich dachte, die Grenze ist schlecht. Wenn es ein antifaschistischer Schutzwall ist, ist eine Grenze völlig in Ordnung, wenn du dich vor den richtigen oder falschen Leuten schützen musst. Ja, aber was mache ich? Ich verstehe das alles nicht. Verstehst du? Wie kriege ich das verstanden? Da du rein äußerlich nur ins Pöbler- und Hetzerlager gehören würdest, rate ich dir, das zu tun, was die anderen alle machen. Ja, und das wäre... Maul halten. Ja, Maul halten, sonst ruft dich am Ende der Heiko Maas an. Du stehst ja auch immer in der Öffentlichkeit. Also